Das Team der Logopädischen Praxis Schreiber sagt Danke für die gute Zusammenarbeit und wünscht allen Patienten sowie den Ärzten und Schwestern eine glückliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Logopädische Praxis Schreiber. Auch im neuen Jahr die Spezialisten zur Behandlung von Sprach-, Stimm-, Sprech- und Schluckstörungen. Hoyerswerda Altstadt, Heinrich-Heine-Straße 1. Jetzt gemeinsam mit der Praxis für Ergotherapie Seidel und Müller. Brauchen Sie noch einen Weihnachtsbaum? Lebensräume hat ihn schon. Lebensräume hat sowieso die besten Bäume. Zum großen Weihnachtsbaumverkauf an diesem Freitag von 9 bis 18 Uhr im Hof des Geschäftsgebäudes Niederkirchner Straße in Hoyerswerda. Edle Exemplare, große Auswahl, verdammt günstig. Wirklich, edle Weihnachtsbäume kriegst du auch bei Lebensräume. Mehr als gewohnt. Weihnachtsmarkt bei Reichsfürstin von Teschen. Dieses Wochenende auf dem Marktplatz zu Hoyerswerda. Buntes Markttreiben, traditioneller Stollenanschnitt, Adventsmusik und viele Bastelangebote für die Jüngsten. Lassen Sie sich verzaubern von einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm mit Gesang, Tanz und Artistik. Genießen Sie weihnachtliche Köstlichkeiten und finden Sie Ihr Weihnachtsgeschenk an einem der zahlreichen Marktstände. Sie sind herzlich eingeladen zur Audienz der Reichsfürstin von Teschen auf dem Weihnachtsmarkt zu Hoyerswerda. Drehscheibe Lausitz, immer zur vollen Stunde, jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Vorgestellt, neues Hoyerswerda Geschichtsheft. Gewarnt, falsche VBH-Mitarbeiter unterwegs und beeindruckt, OB Skora mit Perspektivwechsel. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Mittwoch, dem 12.12.2012. Genau dieses Datum hat Heiratswillige in Sachsen heute elektrisiert. Ja, ich will. Diese Worte erklangen in Leipzig gleich 28 Mal, denn 14 Paare gaben sich das Eheversprechen. In Dresden ließen sich 18 Paare trauen und in Chemnitz starteten 16 Verliebte ins Eheleben. 12.12.2012. Der perfekte Tag zum Heiraten. Auch Sebastian und seine zukünftige Frau haben sich dieses besondere Datum für die Eheschließung ausgesucht. Wir haben uns in 2010 kennengelernt und da ist es so, bei unserer Ehe mit Chinesisch und Deutsch und so weiter und so fort, ist es natürlich einigermaßen ungewöhnlich. Und deshalb war da eine Entscheidung, wir wollen ein ganz, ganz gewöhnliches Datum, was so richtig Mainstream ist. Und da ja auch das letzte Mal möglich ist, war dann die Entscheidung, warum nicht der 12.12. 14 Pärchen wollen im Leipziger Standesamt getraut werden. Zum Vergleich, in Nürnberg gehen heute 100 Paare dem Bund der Ehe ein. Sind die Sachsen etwa Hochzeitsmuffel? Das hängt ganz einfach mit dem Wochentag zusammen, mit der Jahreszeit zusammen. Wenn wir überlegen, am 8.8., das waren 8.8.8 und der 7.7., 7, das waren einmal im Freitag, einmal im Sonnabend. Da hatten wir das Doppelte, teilweise das Dreifache an Anmeldungen. Erstens war es Wochenende, zweitens war es Sommer. Die Sommermonate sind schon mehr gefragt. Von großen Hochzeitsgesellschaften fehlt ebenfalls jede Spur. An einem normalen Mittwoch haben wir bis zu 4 Eheschließungen und das sind dann meistens eben welche, die schon mal verheiratet waren oder die anschließend gleich in Urlaub fahren. Und deshalb sind in der Woche doch eher die kleineren Gesellschaften da. Am 20.12. bietet sich vorerst die letzte Chance für eine Schnapszahlhochzeit. Denn die nächste Möglichkeit kommt erst wieder in 88 Jahren am 01.01.2101. Auf dem Weg zum Dresdner Standesamt sind heute wahrscheinlich viele der Paare an einem Schneekunstwerk der besonderen Art vorbeigekommen. Nur wenige Meter entfernt zeigt Dresden wahre Größe. Schneekünstler waren hier am Werk. Die Skulptur beeindruckt mit anatomischer Genauigkeit. Die Dresdner AIDS-Beratungsstelle hat inzwischen einen Teil der Pracht verhüllt. Und zum Wochenende könnte es dem Riesenschniedel an den Kragen gehen, denn dann taut's in Dresden.
Mehr Nachrichten vom Tage sehen Sie gleich bei uns. Steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Ihr Pflegedienst und Fahrservice vergissmeinnicht. Fahrdienste aller Art, auch für Rollstuhlfahrer auf Wunsch mit Begleitung. Mittagsmenüs der Catering GmbH des Lausitzer Seenlandklinikums bringen wir zu Ihnen nach Hause. Und das alles in und um Hoyerswerda, Elsterheide und Kamenz. Sie erreichen uns rund um die Uhr unter Hoyerswerda 47 49 97. Wir, der Pflegedienst Vergissmeinnicht, wünscht all seinen Patienten, ihren Familien, unseren Geschäftspartnern sowie unseren Mitarbeitern ein friedliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. Senden Sie alle guten Wünsche zum Weihnachtsfest oder Ihre Neujahrsgrüße direkt ins Wohnzimmer Ihrer Kundin. Elsterwelle, Radio und Fernsehen machen es möglich. Nutzen Sie die preiswerte Alternative zum Grußkartenversand bei Ihrer Elsterwelle und informieren Sie sich unter Hoyerswerda 42 54 0. Weihnachten mit Connys Hauswarm. Große Auswahl, kleine Preise, Dekoration, Geschenke, Beleuchtung. Original Herrnhuter Sterne für Innen und Außen schon ab 8,50 Euro. Connys Hauswarm an der B96 Schwarzkolm und Hoyerswerda Treffachtcenter. Einkaufen mit Köpfchen. Willkommen zurück bei der Drehscheibe. Hier sind die Nachrichten. Ab heute gilt in Sachsen eine verschärfte Meldepflicht für gefährliche Krankenhauskeime. Jetzt müssen auch die KPC-Darmkeime angegeben werden. Damit sind fast 20 Erreger meldepflichtig. Die Keime können bei schwerkranken Patienten Durchfälle, Lungenentzündungen und sogar tödliche Blutvergiftungen auslösen und sind gleich gegen mehrere Antibiotika resistent. Mehr Nachrichten vom Tage sehen Sie jetzt bei uns. Im Rathaus in Hoyerswerda ist am Mittwoch die 15. Ausgabe der neuen Hoyerswerda Geschichtshefte vorgestellt worden. In der 64-seitigen Broschüre geht es unter anderem um die Geschichte der Friedhöfe und die Entwicklung des Stadtarchivs. Ebenfalls nachlesbar ist anlässlich des 80-jährigen Bestehens 2012 eine ausführliche Chronik des Stadtmuseums. Eine weitere Besonderheit der Broschüre sind darin enthaltene, bisher unveröffentlichte Fotos aus dem Lager Elsterhorst. Das Geschichtsheft ist ab sofort im Schlossmuseum für 4 Euro erhältlich. Beim Malteser Hilfsdienst haben am Mittwoch 13 Teilnehmer ihr Zertifikat als Palliativbegleiter erhalten. Die Mitarbeiter aus Pflege und ähnlichen Einrichtungen haben mit der Qualifikation das nötige Rüstzeug erhalten, um Sterbenden, deren Angehörigen, aber auch Kollegen im Umgang mit Krankheit und Tod hilfreich zur Seite zu stehen. Am letzten Seminar hatte auch Oberbürgermeister Stefan Skora innerhalb der Aktion Perspektivwechsel teilgenommen. Ein Gespräch dazu gibt es gleich. Offenbar sind wieder Betrüger im Namen der Hoyerswerda Versorgungsbetriebe unterwegs. Wie Unternehmenssprecher Stefan Jugert erklärte, geben diese an, Mitarbeiter der VBH zu sein und versuchen sich unter dem Vorwand, es müssten Zähler abgelesen werden, Zutritt zu Kellern von Wohnhäusern zu verschaffen. Die VBH warnen ausdrücklich davor, Unbekannte, die sich nicht ausweisen können, ins Haus zu lassen. Mitarbeiter der Versorgungsbetriebe geben sich immer durch einen entsprechenden Ausweis als solche zu erkennen und erscheinen in der Regel nicht unangekündigt. In Hoyerswerda stoppten Polizisten am Dienstagmorgen einen alkoholisierten Autofahrer. Der 52-jährige Mercedes-Fahrer war in der Merzdorfer Straße mit 1 Promille unterwegs. Mehrere hundert Euro Bußgeld, Fahrverbot und Punkte in Flensburg werden auf den Mann laut Polizei jetzt zukommen. In Hoyerswerda ist am Mittwoch der Notfallplan des Winterdienstes in Kraft getreten. Damit würden nach dem regulären Dienst weitere Straßen geschoben und gestreut, heißt es aus dem Rathaus. Mit der Anordnung würde auf die extremen Schneemengen der vergangenen Tage reagiert.
Der Sächsische Behinderten- und Rehabilitationssportverband hat 3 Mitglieder der FSG Medizin Hoyerswerda ausgezeichnet. Am Montag übergab der Vereinsvorstand den ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen Ehrennadeln für langjähriges Engagement im Vereinssport. Anita Mende, Ursula Mihan und Doris Vogel erhielten die Ehrennadel des Fachverbandes in Gold bzw. in Silber für ihren zuverlässigen Einsatz und die große Unterstützung der Vereinsarbeit. Die Spritsparrallye im Ford-Autohaus Kischnick in Hoyerswerda im Industriegelände ist jetzt zu Ende gegangen. Insgesamt wurden 10 Preise an gemeinnützige Einrichtungen vergeben. Der Hauptpreis ging an die Kita Nesthäkchen in Hoyerswerda. Deren Fahrer war mit 0,3 Litern unter der Werksangabe von Ford absolut sparsam mit dem neuen Ford Focus unterwegs. Das Geld wird eine Küche für die Knirpse mitfinanzieren. Seit Dienstag wird Katze Rosi in Hoyerswerda vermisst. Die Samtpfote ist in der Curie-Straße weggelaufen. Der ehrliche Finder wird gebeten, sich telefonisch unter 03571 40 25 69 zu melden. Der Deutsche Wetterdienst hat heute seinen Jahresrückblick veröffentlicht und demnach hat Sachsen 2012 schon stürmische Zeiten überstanden. Im August gab es ein Wechselbad der Gefühle mit Hitze und danach Gewittern und Hagel. In Dresden fielen dadurch Züge aus, in Görlitz Straßenbahnen. Im September sorgte Tief Karin für stürmische Zeiten mit Hagel, zum Beispiel in Chemnitz. Im Oktober gab es den ersten Wintereinbruch in Sachsen. Autos und Züge wurden ausgebremst, wie etwa der ICE zwischen Leipzig und München. Winterlich ist's auch heute draußen und wie sich das in den kommenden Tagen entwickelt, erfahren Sie gleich in den Aussichten. Gute Haustechnik GmbH, Ihr Experte für Heizung, Gas und Sanitär mit 24 Stunden Notdienst. Infos unter Hoyerswerda 406 504. Gute Haustechnik, wie der Name schon sagt. Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Du hast heute Besuch von deiner Mutter. Siehst du mich? Du weißt ja, wie das mit den Müttern so ist. Die machen sich ja immer viele Sorgen. Und ich mache mir natürlich auch Sorgen um deine Zukunft. Kauf jetzt ein paar Dosen Haarspray weniger und dann wirst du nachher ganz gut was auf der Kante haben. Damit Ihre Mutter Sie nicht überrascht, machen Sie jetzt die Sparkassen-Altersvorsorge. Perspektivwechsel heißt eine Aktion, bei denen Politiker eingeladen werden, sich in gemeinnützigen Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen und Ähnlichem umzuschauen. Am Mittwoch hat Oberbürgermeister Stefan Skora an einem Kurs für palliative Pflege teilgenommen. Das ist ein Thema, das ist nur nicht ganz einfach. Wie kommt man darauf? Auch die Beantwortung dieser Frage ist nicht ganz einfach, weil das Thema Sterbebegleitung und Sterben ja eigentlich zum Leben dazugehört und man sich im Tagesgeschäft, auch als Privatperson, ja eigentlich mit diesem Thema nicht so sehr intensiv auseinandersetzt. Es gehört zum Leben. Man versucht es wahrscheinlich auch zu verdrängen. Und ich wollte einfach mal sehen, welche Menschen dahinter stecken, die diesen Dienst leisten. Also es ist für mich selber auch, also dieser Vormittag heute, der war für mich auch beeindruckend und also ich kann jetzt nur den Hut, den ich nicht aufhabe, vor diesen Bürgern ziehen, die das machen und diesen Dienst leisten. Weil dieses Thema ist so emotional, dass man eigentlich so richtig drüber sprechen kann man nicht. Also ich gebe es ganz offen zu, dieser Vormittag, den ich heute erlebt habe, auch den Vortrag und auch die Texte und die Themen und wie drüber gesprochen wurde, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Also die Emotionen, ja, vielleicht sollte man die Emotionen auch bei dem Thema ja gar nicht unterdrücken, die einfach aufzunehmen und wie man damit umgeht und welche Phasen durchlaufen werden, wenn man mit dem Tod oder mit dem Sterben konfrontiert wird. Das war mir einfach wichtig, mal auch sowas zu hören und wie die Begleitung erfolgt und wer das macht und
wer sich da engagiert. Also es ist ja nicht nur, dass sie eine berufliche Möglichkeit dann durch den Lehrgang bekommen, sondern es gibt ja auch viele, die das ehrenamtlich machen, auch in unserer Stadt gerade. Und das sind ja nicht wenige, die das machen in ihrer Freizeit ehrenamtlich und, so wie ich mitgekriegt habe, unentgeltlich. Also weil sie einfach diesen Dienst leisten wollen. Und das finde ich unwahrscheinlich beeindruckend. Und ich wüsste nicht, ob ich das somit so könnte, wie die Kursmitglieder, die ich heute kennengelernt habe an diesem Vormittag. Also das war für mich eine Erfahrung. Ich sage, ich bin froh, dass sie diesen Weg wählte und an diesem Kurs teilgenommen habe. Man merkt ja selber, sind emotional ziemlich, ich würde mal sagen, angespannt. Ist es eine Vorstellung für Sie, sowas wirklich auch mal selbst zu tun? Oder man muss ja da auch eine gewisse, ich sag mal, Stärke mitbringen, die ist ja auch nicht jedem gelegen. Das kann ich jetzt gar nicht so beantworten, weil das für mich noch die Eindrücke noch zu frisch und zu neu sind. Aber sich erstmal mit dem Thema an sich auseinanderzusetzen, das muss ich noch intensivieren. Also Sie haben es schon richtig gesagt. Also es ist für mich, das heilt alles noch nach. Und ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, so etwas mal zu machen. Ja. Menschen auf diesem Weg mit zu begleiten oder andersrum vielleicht auch selbst die Hilfe, die man dann braucht, in Anspruch zu nehmen. Aber das sind alles so Themen, das ist wirklich schwer, darüber zu sprechen. Aber es gehört zum Leben dazu, man muss sich dem stellen. Ob einem das persönlich gefällt oder nicht. Und deswegen sage ich, die Menschen, die das machen, also da bin ich nur schwer beeindruckt. Also da hat schon dieser Vormittag ausgereicht, sage ich mal. Und da kann ich nur unendlich dankbar sein, dass es solche Menschen gibt. Perspektivwechsel, bei Ihnen hat er offensichtlich geklappt? Ja, ich werde mich mit dem Thema intensiver auseinandersetzen, auf jeden Fall. Und nochmal herzlichen Dank an die Menschen, die diesen Dienst leisten. Ich danke. Das Theater Senftenberg zeigt am Donnerstag das Märchen Rotkäppchen. Vorstellungsbeginn ist 9 und 11 Uhr. Am Abend begrüßt Sivan Natschinyan innerhalb der Reihe Der Intendant lädt ein. Die Schauspielerin Steffi Kühnert. Beginn ist 19.30 Uhr. Zum Frühstückstreff für junge Muttis wird am Donnerstag in das Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda eingeladen. Die Tische sind ab 9 Uhr gedeckt. Im Cinemotion in Hoyerswerda laufen ab Donnerstag in der neuen Programmwoche unter anderem der Fantasyfilm Der Hobbit sowie die Trickfilme Ralf Reichts und Hüter des Lichts. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda kann man am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr in der Lehrküche Kekse backen und interessierte Mädchen und Jungen sind am Donnerstag im Jugendclubhaus Ossi in der Hermannstraße zum Basteln eingeladen. Ab 16 Uhr werden dort Weihnachtssterne aus Papier angefertigt. Das Wetter, präsentiert von den VBH. Immer wohlig warme Stuben, zuverlässig dank Erdgas und Fernwärme von ihren Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Die machen das, damit ihr Geld in der Region bleibt. Nachts wolkenreich und von Westen her geringer Schneefall. Zum Morgen nachlassen, Tiefstwerte minus 4 bis minus 10 Grad. Am Donnerstag stark bewölkt, teils auch trüb, gebietsweise Schneegriesel, meist aber trocken, maximal minus 5 bis minus 1 Grad. Das war die Drehscheibe für Mittwoch. Morgen fällt in Leipzig das Urteil im sogenannten Manga-Mord. Wir sind vor Ort und berichten darüber in der Drehscheibe. Unser Team wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.